Natürlich sollte sie uns allen gehören und wir alle sollten mit Kunst frei hantieren können, sie als Inspirationsquelle nutzen können und darauf aufbauen können. Und eine gewisse Zeit lang ist Kunst immer auch geschützt und der Urheber hat gewisse Verfügungsgewalten darüber. Aber sobald er mit seiner Kunst an die Öffentlichkeit geht, nicht mehr die alleinige. Und dann gehört Kunst auch irgendwie allen, alle, jeder, jede darf damit experimentieren. Urheberrecht ist ja immer auch zeitlich beschränkt und das hat gute Gründe. Und was bei den Museen verfügbar ist, ist auch oft schon gemeinfrei und gehört damit uns allen. Und digital ist es dann die Besonderheit, und das haben wir heute viel diskutiert, dass neue Rechte entstehen bei der Digitalisierung. Und da sollte es tatsächlich so sein, dass Gemeinfreies auch digital gemeinfrei bleibt und weiterhin uns allen gehört. Und das können Museen, dafür können Museen Sorge tragen.